Na gut, dann schauen wir mal, was hinter dieser Tür ist. Hoffentlich nicht mehr von den Speerträgern. Oder diesen kleinen Kamikaze-Viechern. Oh, was haben wir hier? Schutz links, Zellen rechts. Links ist nur kein Weg. Wahrscheinlich da links und rechts. Oh, da ist eine Schnecke, die darauf wartet, angeschossen zu werden. Ist ja auch sehr freundlich. Oh, der Feuerball geht nur auf ein Feld vor uns. Das wusste ich ja noch nicht. Wusch. Ja, 24 Schaden. Das ist echt nicht zu verachten. Zack, zack. Und Feuersbrunst. Na komm, Schnecki, Schnecki. Wusch. Und was zu essen. Aber wir dürften eigentlich alle... Ah, Gorn kann Happen vertragen. Niam, niam. So. Nächsten Zauber vorbereiten. Einmal Gift, einmal Feuerball. Und weiter. Also rechts Zellen. Ja, rechts ist eine Zelle. Und warum ist das Licht so komisch? Oh. Das war wohl der letzte Rest der Fackel. Na gut. Du kannst weg. Du kannst ran. So, also ja, rechts ist eine Zelle. Hier sind definitiv die Zellen. Schutz links, Zellen rechts. Oh, man kann testweise gegen Wände gegenlaufen. Hört ihr das Tok-Tok-Geräusch? So kann man testen, ob da vielleicht eine Illusionswand ist. Eigentlich müsste es ja hier irgendwo lang gehen. Laut diesem Schild jedenfalls. Und in der Halterung war, glaube ich, keine Fackel drin. Tun wir mal eine rein. Haha. Ich bin so gut. Und ein Eisenhelm, der wohl einen Skill braucht. Ja, es gibt 8 Schutz, aber minus 10 Ausweichen. Außer man hat eine schwere Rüstungsfähigkeit, die er nicht hat. Die bekommt man erst mit 16 Punkten. Aber das ist nicht so wirklich schlimm. Dann können wir ihn ja einfach darauf trimmen, dass er viel Schutz hat. Und ihn darauf trimmen, dass er viel Ausweichen hat. Und dann hoffen wir mal, dass sich das irgendwie ausgleicht. Hast du noch was an Rüstung, das du abgeben kannst? Für unseren Minotaurus, der jetzt immer getroffen wird. Na komm, gib ihm mal dein Hemd. So. Sonst noch irgendwo irgendwas? Nö, schaut nicht so aus. Aber ja, diese kleinen Rätsel, die mag ich echt. Also das ist bis jetzt noch einigermaßen überschaubar. Aber ich denke mal, die werden noch knackiger. Auf der Karte wird das jetzt nicht als geschlossene Wand angezeigt. Das ist ein bisschen komisch. Aber na gut. Jetzt gucken wir uns mal die Zellen an. Können wir da irgendwo durchklicken? Nein. Eigentlich müsste es ja irgendwo mehrere Schalter geben, die dann jeweils die einzelnen Zeilen aufmachen. Oh, da sind Pfeile drin und ein Sandmaulwurf. Eine Sandmaulwurf-Hautweste. Ja. Oh. Und da braucht man leichte Rüstungsfähigkeiten, die er hier auch nicht hat. Oh, er kann auch gar keine leichte Rüstungsfähigkeiten haben. Das ist wiederum ziemlich ärgerlich. Ah doch, da. Mit 17 Punkten. Mann, Mann, Mann. Also ja, es lohnt sich jetzt gar nicht, die Rüstung wirklich anzuziehen. Momentan haben wir Schutz 8 mit ihm und Ausweichen 25. So haben wir 3 mehr Rüstung, aber dafür 5 weniger Ausweichen. Ja.
Oh, der hat den Schlüssel in seiner Zelle. Auch nicht schlecht. Aber sonst kommen wir an nichts ran. Und hier ist auch nirgendwo ein Schlüsselloch, wo wir es reinstecken könnten. Wie den Schlüssel zum Beispiel gerade. Nee, so weit nicht. Kette können wir auch nirgendwo ziehen. Da scheint irgendwas auf dem Boden zu liegen. Und da brauchen wir gleich den Schlüssel, den wir gefunden haben. Jo. Ha, Druckplattenrätsel. Aber damit beschäftigen wir uns gleich. Erstmal gucken wir kurz hier. Ah, Steine. Gucken wir hier, ob noch irgendwas ist. Wie ein Zugang zu der einen Zelle, die wir gesehen haben. Und hier haben wir Giftpfeile. Angriffskraft 1 plus 5 Gift. Ja, bräuchten wir noch einen Bogen. Die Fackel nehmen wir mal mit. Sonst ist hier nichts irgendwo versteckt. Nee. Aber ja, doch, ich bin zufrieden. Schon 3 Secrets haben wir gefunden. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Jetzt gucken wir mal hier. Also, linke Druckplatte. Macht nichts. Rechte anscheinend auch nicht. Also werden wir wahrscheinlich beide gleichzeitig drücken müssen. Das heißt, wir nehmen einen Stein. Und wer hat die restlichen Steine? Wir haben jetzt aber nicht die Steine weggeschmissen vorhin. Ah ne, da sind die. Also ein Stein. Oh, neuer Gegner, neuer Gegner. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Nicht vorbereitet. Töten. So. Ah, komm her, du garstiges Ding. Flieg hier in die Wolke rein. Das machst du so viel. Du bist aber brav. Und du Wolke. Du Feuerball. Okay. Ja, der war machbar. Aber die Kämpfe... Also, ich muss schon immer extrem darauf achten, nebenbei zu kommentieren. Mein Hirn will da mal schon abschalten, um die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge zu drücken. Ich hoffe, man merkt das nicht allzu stark. Aber ja, es macht tierisch Spaß. Hier drin sind keine Waffen erlaubt. Das hört sich so an, als wenn da jetzt ein Schutzfeld wäre oder so, das die Waffen entfernt. Aber das wäre ja kein Problem, wir haben ja unsere Zaubersprüche. Oh, oder wir werfen hier einfach mal eine Giftwolke. Oder ein... Au. Okay, man kann keinen Zauber sprechen durch ein Gitter hindurch. Da haben wir auch was dazu gelernt. So, da hinten ist ein Speicherkristall. Und hier brauchen wir einen Schlüssel. So, jetzt kommen wir von hinten an den Raum ran, wo man nicht Waffen benutzen darf. Was haben wir hier stehen? Zu den Gefangenenzellen. Also Holding ist eigentlich Festhalten. Aber Festhaltenzellen klingt komisch. Ich habe aber immer so eine Skepsis, was Teleporter angeht. Teleporter... Deswegen gehe ich da erst rein, wenn wir den Rest erforscht haben hier. Betrete dein Grab. Ich will mein Grab nicht betreten. Nicht so wirklich. Also die wollen wohl, dass sie auf die Platte treten. Da passiert bestimmt was Schlimmes. Also probieren wir das Ganze mit dem Stein zuerst. Und wir speichern vorher ab. LP 095. Und die Tür geht bestimmt zu. Jupp. Und was passiert jetzt? Giftgas. Och nö. Nicht du schon wieder. Oh, Feuerschaden läuft bei ihm super. Da kommt jetzt der nächste, oder wie?
Wollt ihr mich veräppeln? Och nö. Och nö. Nicht. Oh oh, oh oh. Großes Problem, ganz großes Problem. Schnell, schnell. Noch eine Wolke und noch ein Feuerball und der erste ist tot. Ja, das wird wirklich unser Grab. Busch. Und ja, die bringen uns jetzt um. Na gut, hätten wir das auch mal gesehen. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Gibt's ein Outro? Nö. Also gut, da werfen wir jetzt mal keinen Stein rauf. Das können wir machen, wenn wir später ein bisschen stärker sind und Erfahrungspunkte brauchen. Das markieren wir aber. Da. Exp. Viele Legionäre. Ich habe jetzt einfach mal AE geschrieben. Ich weiß nicht, ob das Spiel Umlaute akzeptiert. So, den Schlüssel kriegen wir wahrscheinlich von irgendeinem der Legionäre da drin. Das heißt, das wird warten müssen. Was haben wir hier? Achso, hier haben wir den Schlüssel, den wir nicht haben. Ha, laufe ich jetzt irgendwie immer im Kreis? Achso, und hier waren keine Waffen erlaubt. Und wir haben die Tür nicht aufgekriegt. Okay, den Dolch können wir auch nicht durchwerfen. Das ist schade. Keine Waffen erlaubt drinnen. Ja, aber wie kriege ich die Tür auf? Ah, dahinter ist eine anscheinend verschiebbare Wand. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal alle Wände an, die ungefähr in die Richtung führen. Und hoffen das Beste. Kette ziehen. Nö. Hier haben wir noch eine Zelle, aber die haben wir nicht aufbekommen. Und da sehen wir auch nicht unbedingt irgendwas, was wie ein Knopf aussieht. Also scheint es echt nur bei den Legionären weiterzugehen. Das ist sehr, sehr übel. Aber wir haben gerade mal einen geschafft. Und das auch nur in größter Not. Vielleicht gibt es da ja irgendeinen Trick. Also der Legionär ist rausgekommen aus seiner Bucht, hat sich gedreht und ist zu uns gegangen. Und nach ein paar Schritten ist in die nächste Tür aufgegangen. Vielleicht müssen wir uns einfach nur direkt in den Weg stellen. Oh, stimmt, Teleporter, da waren wir noch nicht. Gut, gut, ich springe lieber in einen Teleporter, anstatt mich von drei Legionären aufspießen zu lassen. Wusch. Okay, das schreiben wir uns jetzt mal auf. Du bist jetzt Teleporter A. Und das ist A, Ausgang 1. Ja, wer mein Anvil of Dawn Let's Play gesehen hat, der weiß, dass ich meinen Teleporter so markiere. Weil da konnten Teleporter manchmal mehrere Ausgänge haben. So, da ist ein Sack. Da sind bestimmt ganz tolle Sachen drin. Oh. Das Rätsel kenne ich aber auch aus Dungeon Master. Also wir drücken jetzt die Knöpfe in einer bestimmten Reihenfolge und und wir bereiten schon mal einen Feuerzauber vor und eine Giftwolke. Also wir drücken die Knöpfe jetzt in einer bestimmten Reihenfolge und dann tanzt der Sack von da zu da zu da zu da zum nächsten Raum. Also wenn ich den jetzt drücke, wird er da wegteleportiert und dürfte da rauskommen. Oh. Du kamst mir ein bisschen zu schnell, ja? Na, komm schon, Giftwolke. Und Feuerball. Noch eine Giftwolke. Ja. So, nehmen wir die Waffen jetzt mit. Wir brauchen sie nicht wirklich. Aber ich weiß hier immer noch nicht, ob es nicht Händler geben könnte. Also nehmen wir sie mal mit.
Und der Feuerballspruch ist echt genial gegen die Legionäre. Also das Gift macht, glaube ich, gar keinen Schaden, weil es ein Untoter ist. Aber der Feuerball ist super. So, also der Sack ist da, wir müssen den Knopf drücken. Dann wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass der Sack da landet. Oh, der ist wieder am Anfang. Okay. Und es gibt nur zwei Knöpfe. Das macht das Ganze ja eigentlich recht einfach. Ein Knopf, zwei Knopf. Das war's. Okay, drücken wir mit den zuerst. Jetzt ist der Sack auf der anderen Seite. Jetzt drücken wir den ersten. Und er ist wieder auf der Seite. Nochmal den ersten. Okay, der erste verschiebt wohl auf der linken Seite nach vorne. Ja, tut er. Hatte ich soweit recht. Und der... Oh, das Licht geht schon wieder aus. Und der zweite Knopf verschiebt es auf die andere Seite. Ich gucke erst mal, was passiert, wenn ich jetzt nochmal den ersten drücke. Der müsste ja eigentlich wieder hier in dem ersten Dingens auftauchen. Oder er wird rausgeschmissen. So. Können wir dich öffnen? Ja, können wir. Und da drin ist ein Schlüssel. Essen kann drin bleiben. Und noch ein Rüstungsgegenstand, den wir nur benutzen können, wenn wir die Fähigkeiten haben. Ja. Also, Beutel wird vollgestopft mit Essen, damit er Platz hat. Und wird zugemacht und verstaut. So, genug tragen kann er auch noch. Und wir sind dann wohl hier fertig. Außer hier ist noch irgendwo was versteckt. Oder hier liegt irgendwas auf dem Boden, was wir auch teleportieren könnten. Nö. Na gut, dann speichern wir mal ab. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. LP 006. Bis gleich.